Weiter geht's mit einer spannenden Folge von Onimusha 3 Demon Siege, einem wunderschönen Klassiker. Ja, wir haben ja in der letzten Folge so ein bisschen, ich würde mal sagen, wir haben Zeitsprünge vollbracht. Ja, wir sind in der Zeit rumgereist und können jetzt mit Samanosuke hier durchs Wasser laufen. Weil wir mit Jack das Wasser abgelassen haben, schauen wir jetzt einfach mal, wie es hier genau weitergeht. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Hier die Gegner, die werden doch 100 pro auch noch. Wach und wollen mich abmetzeln. So, jetzt gehe ich mal hier oben lang. Jetzt bin ich mal gespannt, was ich da überhaupt machen kann. Seltsame Drachen, bla, 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 bla. Ja, das haben wir ja mit Jack gemacht. Und da haben wir das Horn eingeführt, quasi. So, und wir können jetzt hier dran. Ah, die blaue Scheibe. You've come far, my friend. Guildenstern. Think of this fun surprise as a reward. Ranmaru. My Ranmaru, only not weak like he used to be. Show this maggot your newfound strength! You look terrible, Ranmaru. Silence! I have power beyond anything you have ever seen! Prepare yourself, Samanosuke! Okay. Ja, nee, ist klar. Das ist wieder so ein Gegner, den man nicht treffen kann, ne? Oh, sowas hasse ich ja wie die Pest. Oh, ich habe ihn einmal getroffen. Ich werde... Der sammelt meine Seelen ein! What? Okay, hier mit dem Schlag treffe ich ihn. Ja, komm. Alter. Kräuter... Ja, ich kann ja fast gar nichts mehr machen. Mittlere Erholung der HP. Ja, was soll ich tun? Ich sterbe sonst. Ach, das wehrt der auch ab, oder was? Ja, geil. Ey, lass meine Seelen in Ruhe! Jetzt habe ich dich getreten. Aus Rache. Aber wenn ihr die Seelen sammelt, ne? Kann ich zuschlagen. Oder ist das jetzt so ein Seelensammel-Contest? Ich bin mir nicht sicher. Alter, komm! Was ist denn das für ein Scheiß? Boah, der riecht mich ja jetzt schon auf. Du mich auch. Alter! Ja, nee, ist klar. Was ist denn das für ein Ninja hier, bitte? Ey, boah. Der riecht mich auf. Boah, da habe ich gut abgewehrt. Holy crap. Aber ich sterbe gleich trotzdem. Ein Treffer, ich bin down. Ja, es war klar. Es war klar. Wir sind tot! Tot sind wir! So sieht's aus. Scheiße. Oh, diese Gegner. Warum ist denn in jedem Scheiß Onimusha so ein Gegner drin? Boah, Junge, gehst du mir auf die Eier, ey. Boah. Jetzt sehe ich ihn wieder nicht. Junge, du gehst mir voll auf den Sack.
Oh, das war geil, ne? Oh, kannst du bitte sterben einfach? Nein, 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 nicht sterben! Kannst du jetzt bitte mal aufgeben? Spüre doch, dass wir der Beste sind. Ihr macht uns voll fertig, aber wir haben's geschafft! Kämpfen wie ein Mann, aber flüchten wie ein Mädchen. Das können sie alle. Okay. Jetzt stehen die bestimmt auf, ne? Doch nicht? Doch! Ich wusste es! Boah, die lassen sich aber nicht brechen, ey. Ah, jetzt, das hast du davon. Ein Kräutchen. Stehst du auch auf, oder? Beim nächsten Mal wahrscheinlich. Okay. So, jetzt haben wir das blaue Medaillon. Das können... Oder die blaue Medaille von mir aus. Ja, ist ja gut. Können wir jetzt wahrscheinlich auch da oben reinstecken. Nee, Quatsch, ich will nicht speichern. Ich wollte aufwerten. So, alles mal in Kuga rein. Bringt zwar nicht so viel, aber hey. So, hier noch ein bisschen die Magie auffüllen. Eine blaue Flamme flackert auf der anderen Seite des Lochs. So, dann gucken wir mal, ob wir das hier einführen können. Ich denke mal, das wird gehen, ne? Ja. So, jetzt ist die andere Seite auch offen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir wirklich kaum noch Sachen haben zum Heilen. Meine kleine Fee könnte sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Ernsthaft? Ja, genau! Lauf! Ah! Hätte ich das jetzt nicht geschafft, wäre ich gestorben. Was ist denn das jetzt schon wieder für eine Waffe? Unter... Irgendwas mit Unterwasser. Weg mit dir, bloß nicht diese Viecher. Rolle K kritisch. Weiß, was auch immer das heißt. Resonanz Eis. Ja, das geht dann wahrscheinlich nur mit Jack, ne? Dann können wir hier gar nicht so viel machen. Ach komm. Er wehrt alles ab. Genau. Komm mal runter hier. Ist doch viel, viel sch... Ja, jetzt habe ich dich. Oh, ist doch viel zu schwer, auf Treppen zu kämpfen. Dann machen wir uns beide nur das Kreuz kaputt. Ach nö! Was liegt denn da? Ah, das rechte Drachenhorn. Was ist das denn? Kotzende Fledermäuse? So, wie war das jetzt? Warte, gib mir das mal eben. Genau so können wir die abschießen, die Viecher. Mit R1 und X.
Beziehungsweise mit R, B und A. So nämlich. Oh, da kommen ja immer mehr. Ja, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zu Jack wechseln. Weil wir haben ja keine Peitsche. Wir kommen da so nicht rüber. Weg mit dir. Ach komm, immer die. Ey, von hinten kann man die eigentlich relativ gut killen. Ah, warte. Ich muss ja das Rohr, wollte ich schon sagen, das Drachenhorn hier einführen. Okay, und was genau bringt das jetzt? Das Wasser sinkt nicht, das bleibt so. Was ist das denn? Nein! Nein! Aber warum? Fisch! Wieso? How much is the fish? Ach komm, jetzt kann ich die ganze Kacke nochmal machen, inklusive diesen Kampf eben. Nein! Okay, ich schneide das Video, wir sehen uns gleich wieder. Oder warte mal, habe ich gespeichert? Nein, ich habe nicht gespeichert. Oder habe ich doch gespeichert? Nein, ich habe nicht gespeichert. Habe ich gespeichert? Nein, habe ich nicht. Das ist doch nicht wahr. Nein! So, jetzt sind wir endlich wieder an Ort und Stelle. Ich habe mich jetzt nochmal durch diese ganzen Gegnerhorden gekämpft und nehme jetzt tatsächlich auch noch einer meiner letzten Kräuter, die ich hier noch habe. Weil ich weiß nicht, ob ich einfach scheiße spiele, wirklich. Oder das Spiel einfach an Schwierigkeit echt zugenommen hat. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin wahrscheinlich einfach nur schlecht. Ich habe das jetzt wirklich schon 2 Wochen lang nicht gezockt und ich muss erstmal wieder reinkommen. Teil 1 und 2 von Onimusha habe ich ja hintereinander gespielt und jetzt den dritten spiele ich so zwischen Dino Crisis 1 und 2 irgendwie immer mal so ein bisschen zwischendurch. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mich dementsprechend da vollkommen drauf zu konzentrieren hier. Weil ich weiß nicht, was ich irgendwann mal mache, wenn ich keine Salben mehr habe oder keine Kräuter mehr habe. Deswegen muss ich jetzt echt ein bisschen aufpassen. So, her damit mit dem guten Shit. Jetzt gehen wir hier wieder durch und ich schätze mal, dass wir dann wieder in der Zeit springen müssen, um dann mit Jack hier im blauen Gebiet, nenne ich es jetzt einfach mal, hinter der blauen Tür weiterkommen. So, jetzt gehen wir mal eben aufwerten. Wir haben hier Kuga, genau, möchte ich noch einmal voll machen. Kuga Stufe 2, sehr geil. So, und den Rest packe ich jetzt mal in die Rüstung. Dann ist Handschuh und Rüstung so fast gleich auf, aber auch nur fast. Und springe jetzt in der Zeit. Ja, doch, wir warpen mal. So, jetzt sind wir hier mit Jack unterwegs. Ach, und da kann ich jetzt nicht durch, oder was? Ah, okay. Warte. Dann habe ich eine andere Idee. Wir warpen nochmal. Dann muss ich wahrscheinlich das Medaillon rausnehmen, wenn das denn überhaupt möglich ist. Und es dann Jack geben. Weil was anderes fällt mir jetzt nicht ein dazu. Ja, guck mal einer an. So, überspringen können wir das Ganze leider auch nicht. So. Jetzt die Truhe, die blaue Scheibe, Akku geben der kleinen Fee und dann wechseln wir nochmal in der Zeit. Ein kleiner Zeitsprung. So, blaue Scheibe, die führen wir jetzt hier ein. Nicht immer falscher Knopf. Siehst du, ich habe immer noch Dino Crisis Steuerung im Kopf. So, die Säule macht Pipi in dem Mund vom Drachen.
Und jetzt können wir da durch mit unserer geilen Peitsche. Aber bevor ich da durchgehe, ich nehme noch mal ein Kräutchen. Ja, das ist mir sonst zu gefährlich. Boah, warum immer so viele Gegner? Nein! Hau ihn weg! Oh, es ist so nervig mit den Pfeil- und Bogenviechern hier, ne? Jetzt schieß doch! Schieß nochmal. Jetzt mach! Wie lange zielst du denn? Wenn ich schlage, schießt er. Ja, okay. Jetzt, wo ich wieder angreifbar bin, da trifft er natürlich. So, brenne in der Hölle, du Hund. Bam, 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 in your face. Ein Headshot reicht nicht. Er muss dreimal in den Kopf schießen. So. Okay, das Hörnchen ist drin. Wir können jetzt... Warte mal, haben wir überhaupt eine Eiswaffe? Oder ist das Strom, was wir haben? Ryzen ist doch Strom. Donner. Wir haben gar keine Eiswaffe. LOL. Ich dachte, wir hätten eine Eiswaffe. Oder habe ich das schon wieder vertauscht? Mit irgendeinem Spiel, das kann auch sein. LOL. Ja, okay, dann kommen wir da noch gar nicht durch. Könnten aber den Fahrstuhl benutzen. Vielleicht bekommen wir ja gleich sogar eine neue Waffe. Kann ich mir gut vorstellen. So, jetzt gehe ich aber erstmal hier hoch, bevor ich den Fahrstuhl benutze. Wo haut der denn hin? Ach, nicht schon wieder diese Treppenkämpfe, das geht aufs Kreuz. Komm. Wie treten kann ich dich aber mit meiner Peitsche schlagen, nicht oder was? Was ist denn das für eine Logik? Jetzt steh auf. So. Weg mit dir. Ach nein, schon wieder so ein Rätsel. So ein Rätsel. Kannst du mal aufhören, mich zu hauen? Das tut doch weh. So, wie viele Züge habe ich? 5. Oh Gott, nein, ey. Okay, warte. Ah, so nämlich. Und wir bekommen ein Oni-Juwel. Was ist das? Ach so. Hui. Was haben wir hier? Ein weißer Ring, der eisige Wellen rausstrahlt. Wir haben eine Keule bekommen. Yosai. Yosai. Nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Hör mal, da vorne ist doch auch noch so ein Ding. Hui. Ach, jetzt komme ich wieder aufs Schiff. Aha. Aber will ich denn hier hin? Eigentlich nicht, ne? Ne, dann geht's ja wieder runter. Das ist ja Quatsch. Ne, ich will ja nicht aufs Schiff. Ich will ja durch die eine Tür, die wir eben gesehen haben. Boah, und meine Energie, was ist denn da falsch? Yo, wo kommen die denn alle her? Warum triffst du nicht?
Ich bin gerade echt schon im Überlegen, ob ich nicht die weiße Weste einmal vollpumpe mit Ökogeistern. Weil wenn ich dann stehen bleibe, regeneriere ich quasi Energie. Wir können ja mal gerade eben gucken, wie viele Ökogeister wir überhaupt haben. 6 Stück entziehe Feinden Lebenskraft und Seelen. Beide sind eigentlich gleich gut, ne? Stillstehen stellt HP wieder her. Ich glaube, ich mache das mal. So, ausrüsten. Wir stehen jetzt mal still. Aber erst müssen die Gegner down sein. Bam, bam, bam. So, jetzt mach mal. Okay, das ist cool. Wir warten kurz. Ja, wir genehmigen uns die Zeit einfach. Hauptsache, wir haben volle Energie. So sieht's aus. Okay, wir haben volle Energie. Nice. So, jetzt werde ich wieder zur roten Weste wechseln, weil wir einfach rote Punkte lieben. Ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsfarbe rot, aber hey. So, und jetzt kann ich hier... Oh, warte mal, der muss erst was aufs Maul kriegen. Yo! Das ist ja voll einfach. Lol. Oh, ja, und da komme ich nicht durch. Toll. Aber was müssen wir denn jetzt machen, wenn wir da nicht weiterkommen? Haben wir irgendwas bekommen? Warte mal, ich schau mal gerade eben. Gegenstände, normaler... Wir haben nichts bekommen, was wir irgendwie... Ah, doch, warte. Klar. Eiswaffe, ich troll. Yo! Ja, und jetzt? Da komme ich doch nicht durch. Und warum geht das hier mit der Fee nicht? Okay, ich glaube, wir müssen hier mit Samanuski hin. Ich bin mir nicht genau sicher. Ja, doch, das muss so sein. Weil bei Samanuski werden die Mechanismen wahrscheinlich kaputt sein. Dass ich die Maschine dann trotzdem ausstellen kann oder so. Irgendwie sowas. Dass die in dieser Zeit dann nicht mehr funktioniert. Alter, komm, jetzt tu mal nicht so. Ja, damit. Boah, ich hasse Pfeil und Bogen. Dankeschön. Oh, Junge, Junge, Junge. So, jetzt sind wir wieder hier. Muss ich denn das blaue Medaillon wieder rausnehmen? Muss nicht entfernt werden, okay. Na, dann bleibt das halt so. So, aufwerten, wir schauen mal. Ich mache jetzt erstmal den Mantel voll. Weil ich kassiere ja doch schon gut Schaden, muss ich gestehen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, wenn wir das machen. Ja, und dann hier in Hyosai machen wir auch nochmal ein paar Punkte rein. Aber ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingswaffe, muss ich gestehen. Also die ist stark und so, aber ich bin dann eher hier bei Enya. So, einmal ein bisschen Energie auffüllen. Und dann würde ich sagen, reisen wir noch einmal eben in die Zeit zurück. Warte mal, wir können ja 2 Medizin einmal mitgeben für den guten alten Samanuski, denn der hat kaum noch was. Und er muss echt viel einstecken bei dem, wie ich spiele.
So, 2004 nach Christus befinden wir uns hier wieder an Ort und Stelle. Und ich denke mal, dass es sinnvoll wäre, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn ihr denn lustig seid. Und dann schauen wir mal, was ich denn jetzt für Jacques alles in dieser Zeit tun kann, dass wir auch in der Vergangenheit dementsprechend weiterkommen. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, schreibt in die Kommentare und ja, lasst euch in der nächsten Folge wieder blicken, wenn es heißt Onimusha 3 Demon Siege.